Magnetfelder beeinflussen nicht nur Metalle oder Strom, sondern auch unser Gehirn. Das klingt verblüffend, ist aber wissenschaftlich belegt. Schon in den 90er Jahren entdeckten Forscher Magnetitkristalle in Gehirnzellen von Brieftauben und Lachsen, winzige Kompasse, die die Orientierung ermöglichen. Doch auch menschliche Hirnzellen reagieren auf Magnetfelder, wie man durch Hirnstrommessungen nachweisen konnte. Offenbar nutzen spezielle Rezeptorzellen das Erdmagnetfeld zur räumlichen Koordinierung. Aber Magnetfelder scheinen auch kognitive Prozesse und Emotionen zu beeinflussen. So verbesserten sich in Tests unter Magnetstimulation die Reaktionszeit und Kreativität der Probanden. Andere Versuche deuten auf eine stimmungsaufhellende Wirkung hin. Könnten also Magnetfelder Depressionen heilen? Tatsächlich wird in der Psychiatrie bereits die transkranielle Magnetstimulation eingesetzt. Durch auf den Kopf aufgesetzte Spulen lassen sich Hirnareale gezielt stimulieren und so Stoffwechselprozesse positiv beeinflussen. Studien sehen vielversprechende Effekte gegen Depressionen, auch wenn die Methodik noch optimiert werden muss. Neben Depressionen wird die transkranielle Magnetstimulation auch zur Behandlung anderer neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen erforscht. Studien deuten auf positive Effekte bei Migräne, Schizophrenie, Parkinson oder chronischen Schmerzen hin. Magnetfelder könnten hier helfen, gestörte Hirnaktivität wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Auch bei Schlaganfallpatienten testet man die Magnetstimulation, um die Erholung von Bewegung und Sprache zu fördern. Die Bandbreite potenzieller Anwendungen der Hirnstimulation mittels Magnetfeldern ist demnach groß. Sie könnte sich als vielseitige Therapieform etablieren. Doch es gibt auch Risiken. Magnetfelder können bei empfindlichen Personen Kopfschmerzen, Schwindel oder Muskelzucken triggern. Ethiker warnen zudem vor Gedankenkontrolle durch aufoktroyierte Hirnstimulation. Trotzdem arbeiten Forscher an Gehirn-Computerschnittstellen auf Magnetbasis, mit Potenzial für Medizin und Virtual Reality. Die rätselhafte Macht, die vom Magnetismus ausgeht, fasziniert offenbar seit jeher. Heute öffnet sie uns Türen zu neuen Therapien und Technologien. Doch alle Chancen bergen auch Gefahren, die es abzuwägen gilt. Der Magnetismus bleibt ein Phänomen, das uns immer wieder überraschen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, um keine neuen wissenschaftlichen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.